Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, wir haben beim letzten Jahr mal angefangen, hier so ein bisschen zu überarbeiten. Das werden wir jetzt fortführen. Ich überlege gerade nur, ob ich hier einen Weg noch um den Landeplatz machen soll. Oder das machen wir zumindest nur auf dieser Seite, oder? Hier noch schöne Marmorfliese hin. So, dann werden wir jetzt diesen ganzen Bereich hier erstmal mit dem Boden eindecken. Warum führt hier so ein Weg nach rechts? Ach so, da war vorher der Zaun. Mima Zero Entitätentöter. Warum Mima Zero? Sichual Opfer. Okay. So, jetzt werden wir hier den Boden erstmal entfernen. Ja, ich werde das jetzt hier alles ein bisschen umgestalten. So, wann haben wir hier wieder einen Waffenhändler? So, wir werden hier auch das Dach entfernen. Noch was ich verticken kann. Ja, ich werde jetzt die ganzen Bücher, die irgendwas lernen, werde ich jetzt verticken. Das werden wir nämlich jetzt alles nach und nach durchforschen. Und die Skulptur auch weg. Sehr gut. So, Dach abreißen. Das hier bleibt. So, ich würde sagen, dieser Weg bleibt. Oder wir lassen das hier auch. Dann lassen wir das. Und lassen den Weg so. Ich habe gerade überlegt, ob ich hier hoch einen Weg durchziehen soll. Das machen wir auch. Dann ziehen wir hier einen weiteren Weg durch. Das Flutlicht wird erstmal deaktiviert. So, jetzt werden wir
die Rohrleitungen anpassen. Das heißt, wir werden jetzt diese ganzen Rohrleitungen, die wir hier haben, erstmal wieder wegreißen. Außer die auf dem Weg sind. Der bleibt. Verdammt, jetzt machen wir das doch hier. Ich mach doch hier einen Weg drum. Damit das ein bisschen abgegrenzt wird. So, dann machen wir an die Ecke auch nochmal einen von denen. Wir erweitern das Dach, damit ich hier auch gucken kann, wo ich dingsen muss. Der große Umbau ist das hier. So, wir haben hier Flachs, Teufelsgarn und Baumwolle. Damit wir die alle beisammen haben, machen wir jetzt hier Rauchblatt hin. Rauchblatt, Rauchblatt, Rauchblatt. Können wir ihn schon mal löschen. Das Psychoid, was wir da haben, das lassen wir einfach. Ne, wir haben ja hier Psychoid, das bleibt. Wir haben hier Neutramin, das bleibt auch. Der Reis hier bleibt auch. Den Stahl lassen wir hier auch erstmal. So, hier sind die Heilwurzeln. Wir hätten jetzt hier noch ein größeres Feld. Hier haben wir die Dinger zum Dingsen. Dann mache ich jetzt hier ein Feld. 4x4. Für Tee. Nochmal 4x4 für Kaffee. Wo ist Kaffee? Kaffee. So, dann können die beiden hier schon mal weg.
Okay. So, Psychoid haben wir hier. Wir brauchen jetzt Hopfen. Gib es da. Ich mach mal hier, dass wir die Flächen sehen. Dann kann ich das vielleicht besser machen. Übrigens musst du noch umbenannt werden. R1A2. So, das hier ist Hopfen. Den haben wir noch gar nicht. Ich mach den mal einen größer. So, Hopfen. So, jetzt brauchen wir dann noch, wir machen hier den Tabak hin. Tabak. So, hier machen wir die Tomate hin. Ah, nee. Machen wir noch nicht die Tomate. Hier machen wir den Dandelion hin. Und hier machen wir die Gerste hin. Wo ist denn jetzt die Gerste? Da, Gerste. So, dann kann der hier nämlich weg. Er hier, die Tomate, die müssen wir noch machen. Der Dandelion kann weg. Wir haben hier die Heilwurzel. Die Heilwurzel haben wir. Das heißt, wir können die Heilwurzel machen wir weg. Die ist hier. Vielleicht ein bisschen kleines Feld. So, hier haben wir den Kakao. Der geht bis hier. Okay, Tomaten und Mais müssen wir uns merken. Dann machen wir den Kakao tatsächlich bis hier runter. So, das wird jetzt hier die Tomate. Komm schon, Tomate. Tomate, ich brauche dich. Tomate. So, dann machen wir noch einen. Das große Feld hier. Das wird jetzt Reis. Mais, sorry. Wo haben wir denn Mais? Da.
Eins. Wie weit sind die immer auseinander? 11. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Also machen wir den hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Stromkabel. Will ich hier Strom? Gut, müssen wir umlegen. Okay, das müsste dann mit dem Dach passen. Mal gucken, ob wir das Flutlicht dann noch brauchen, wenn die hier stehen. Das kann durchaus sein. So, wir haben jetzt hier ein Riesengebiet. Für die Pflaumen, für die Pfirsiche. Muss ich noch was anpflanzen, wenn wir schon dabei sind? Für die Smoothies, was brauche ich für die Smoothies? Milch, Früchte, okay, Früchte. So, hier haben wir Brot und Pizza. Pizza braucht die Tomaten, haben wir. Fürs Brot brauchen wir Mehl. Beim Mehl nehmen wir Mais, Reis, Weizen. Okay, hier haben wir, glaube ich, alles. Was brauchen wir für die Käseburger? Haben wir auch alles. Okay. Soll ich denn noch mehr jetzt herstellen? Habe ich was für Honig? Was ist mit den Bonbons? Zuckerrohr. Zuckerrohr? Okay. Was ist bei Karamell? Zuckerrohr? Okay. Eiscreme? Was braucht Eiscreme? Zuckerrohr? Okay. Also, wir nehmen noch Eiscreme mit rein. Wir nehmen noch Karamellrind mit rein. Noch die Bonbons. Was ist mit Joghurt? Früchte und Milch. Nehmen wir auch mit rein. So, Toffifees. Zuckerrohr können wir auch mit reinnehmen. Die stellen wir noch nicht um, solange ich noch keine Lagereinheit habe. So, was haben wir hier? Wir können Milch auch aus Bohnen, aber dafür haben wir ja Kühe. Apropos Kühe. Wir verdoppeln das Ganze, um die Milchproduktion zu erhöhen. So, wir werden sehr viel Frucht brauchen. Das heißt, wir erweitern das Gebiet. Bis hier oben. So, jetzt brauchen wir Zuckerrohr.
Das könnte ein bisschen viel Zuckerrohr sein. Müssen wir mal gucken. Zuckerrohr. So, dann machen wir noch ein kleineres Gebiet. Das ist Tinctonia. Honig. Ich werde... Honig brauchen wir später vielleicht für die Brauerei, die wir noch nicht gebaut haben. Ich baue die mal schnell. Wenn ich sie finde. Hier, Brauerei. Ich setze die erstmal hier hin. Max, kannst du die priorisiert bauen? Danke. Okay, was wird hier eingelagert? Fruchtsaft, Smoothie, Schokolade. Perfekt. Hier ist Kaffee-Tee. Hier sind die Zigarillos und Rauchblatt. Hier ist Pizza, Käseburger. Hier kann theoretisch noch eine Sache rein. Machen wir den Smoothie. Wobei, der würde eigentlich mehr hier reinpassen, ne? Der Smoothie ist da mit drin. So, hier haben wir Eintopf, Eintopf. Schon wieder ein Gefängnisausbruch. Okay, ihn haben wir leider verloren. Schade. Das heißt, wir müssen nochmal ein Ritual machen. Ja, lassen wir die erstmal ankommen. So, Tinctonia. Hier fehlt jetzt der Stahl oder was? Max. Es fehlt der Stahl. Okay, wir haben langsam ein Problem mit dem hier. Wir könnten noch Kuchen machen. Mehl, Zuckerrohr, Früchte. So, dann nehmen wir noch Kuchen mit rein. Wir werden nicht alles machen. Kuchen. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Wir machen hier den Kuchen mit rein. Okay, wieso kann ich den Kuchen nicht lagern? Muss ich mal gucken, wie der heißt. Wieso wird hier entstelltes Fleisch hergestellt? Ich bräuchte mal ganz schnell Stahl.
So, den Stahl direkt hier klauen, vor den irgendwer anders nimmt. Okay. So, Bierwürze, Hopfen stellen wir her. Honigmet braucht Honig. Gut. Damit wir das fertig kriegen, anbauen. Honig. Ist ein bisschen groß. Tree. Machen wir so. Und dann haben wir jetzt noch ein kleines Gebiet übrig. Und ich habe mir gedacht, hey, wir haben zwar jetzt ein Riesengebiet hier mit Früchtbäumen, aber die brauchen ja ewig. Wieso machen die nicht hier dann nochmal was mit Früchten? So. Ach, verdammte Kacke. Ich habe mir jetzt gedacht, okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, die ich nehmen würde. Wir nehmen Erdbeeren, die ich hier eben irgendwo gesehen habe. Oder wir nehmen den Beerenbusch, aber ich glaube, wir bleiben mal bei Erdbeeren. So, Kakao, Zuckerrohr. Jetzt haben wir das ganze Gebiet hier verteilt. Dann können wir das Gebiet hier wieder ausblenden und lassen die erstmal machen. Wieso ist hier noch einer? Du wirst mal kurz versetzt. Einen weiter runter. Hier muss der hin. Ja. Dann haben wir über das ganze Gebiet die Dinger. Okay. So. Okay, ich würde sagen, wir warten, bis die hier fertig mit Abreisen sind, damit wir das einmal vernünftig machen. Das sehe ich nämlich sonst nicht. Dann lassen wir die erstmal arbeiten. Wie sieht's denn mit dem Holz aus? Wir haben Holz, okay. Weil sonst hätte ich gedacht, wir müssen noch eine Holzanbaustelle bauen. Aber wir könnten jetzt auf jeden Fall nochmal das Ritual starten. Ich nehme mir schon mal einen leeren Sicht-Serum. So, ich mach das. Wie, ich habe keinen Bioferrit. Wo geht denn das für drauf? Hä, wir haben hier doch voll viel. Das ist jetzt aber komisch. Ich nehme mal Aria jetzt mit rein.
Das war jetzt aber komisch. Okay, Dach steht. Hier aber nicht. Sieht keiner. Ich kann nicht fangen. Dann fängt Gersa. So, wen haben wir denn hier? Okay, ein Berserker. Hat wieder eine Ziernarbe. Den müssen wir übernehmen. Schmieden, ja, sieht so aus. Kann sich ja auch gern weitermachen. So, erstmal bekehren. Michi, du kannst direkt... Ah, nee, du musst erstmal Dings, ne? Okay. Wir brauchen nochmal Soldaten, keine Berserker. So, für Kuchen fehlt hier irgendwie ein Lagerplatz. Auch kein Kuchen dabei. Das gibt's doch nicht. Wo wird denn der Kuchen gelagert? So, ich überlege, ob wir die beiden zusammenpacken. Wenn ich ihn hier auf 5 erhöhe, dann kann ich hier bei ihm nicht nur den Eintopf, sondern auch die Gemüsepfanne. Dann kommt die hier mit rein. So, und dann haben wir den hier frei. So, hier kommt jetzt Eiscreme und Joghurt rein. Eiscreme. Und Joghurt. Und der Kuchen. Okay, wir müssen den Giftmüll langsam loswerden. So, jetzt brauche ich noch ein Lager für Karamell, Bonbons und Toffees. Oder wir stellen die erstmal nicht her. Dann stellen wir die erstmal nicht her. Ja, den Kuchen würde ich hier reinmachen. Wieso ist der Käseburger auf 40?
5 Tage bei den... Okay. Blutfäule. Entspannungsfaktor 250. Ein legendäres Buch. Unsere Entspannungsbücher, wie viel haben die? Dann nehmen wir das legendäre Buch. So, einmal bitte fangen. Okay, das machen sie schon selber. Gibst du eigentlich Rufgewinnung? Nichts. So, ich würde sagen, wir lassen ihn mal gehen. Du darfst gehen. Tschüss. So, und dann machen wir hier wieder für Kolonisten. Nehmen wir Zero bitte einmal fangen. Okay, Avia macht das schon. Oh, es wird wieder geglättet, weil wieder Stahl fehlt, nehme ich mal an. Okay, Schokolade muss nicht da gelagert werden. Dann machen wir erstmal provisorisch Schokolade hier rein. Oder wir, hier. Hier machen wir Schokolade hin. So, die Schokolade bitte einmal einsammeln. So, die Schokoladenmilch kopieren wir und tun mal hier rein. Und dann wird sie hier gelöscht. Der Barley-Tee kopieren, einfügen und hier raus löschen. Fruchtsaft. So, Tee. Und Kaffee.
Verdammt. Dann haben wir das auch. Mal noch den Honigmet. Und die Bierwürze. So, dann kommt hier mit rein Bier. Und hier kommt mit rein Honigmet. Wir müssen aber hier in der Nähe noch einen Raum machen. Vielleicht hier so rein. Kommen dann ein paar Fässer rein. So, dann würde ich sagen, war es das auch für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.